Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist wieder der Tag der Tage und die Patchnotes sind da und was soll ich sagen? Ah, es ist schon recht durchwachsen, das Update, aber ich will nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, wir lesen uns das gemeinsam durch und dann schreibt ihr mir eure Meinung in die Kommentare und wir schauen mal, was wir so von dem Update halten werden. Denkt bitte dran, am Montag ca. 18 Uhr gibt es dann wieder ein Livestream, diesmal wieder mit mir. Ich habe mir extra Urlaub eingetragen, damit wir uns zusammen dieses wunderschöne Update anschauen können. Da möchte ich noch dazu sagen, alles was Mobile-Versionen von diesem Spiel angeht, habe ich rausgelöscht, weil ihr wisst, ich halte von dem Mist nichts und ich supporte das nicht und deswegen ist das eiskalt aus den Patchnotes bei mir rausgeflogen. Herbstupdate hinter den Blättern. Ah, wieder ein wunderschöner Text. Beziehungsweise ein wunderschöner Titel. Wartungszeit 29. August 9 bis 12 Uhr. Für die unter euch, die finden, dass die Würze in der Kürze liegt, die Kurzform Early Access für alternative deutsche Schlachtschiffe. Feldzug Bushido. Mit dem japanischen Stufe 8 Schlachtschiff Musashi als endgültige Belohnung, legendäre Transformers-Kollaboration, zwei legendäre Flugzeugträger, das sehr besondere Event Majestätische Tage mit kostenlosem Premium-Schiff als Belohnung, drei gewertete Seasons und vieles mehr. Gut, dann gehen wir doch als erstes mal hier auf den ersten Punkt. Deutsche Schlachtschiffe in voller Stärke. Yeah! Mehr Schiffe, mehr Zweige. Mit diesem Update kommt eine Reihe alternative deutscher Schlachtschiffe. Diese sind Deflinger, Markensen, Prinz Heinrich und die Zieten. Ja, die Markensen ist eigentlich ja die Prinz Eitel. Die müsste dann hier drüben stehen. Und die Zieten ist, glaube ich, dieses pottenhässliche Schiff. Die Deflinger ist das hier. Und die Prinz Heinrich müsste dann das hier sein. Ich bin mal sehr gespannt auf die Schiffe. Ich habe mich da mal so ein bisschen informiert, habe mal mit so einem PC-Kollegen geschrieben gehabt, was so die Stärken von diesen Schiffen sind. Und es ist wohl wirklich die Secondary. Also die Dinger müssen wirklich eine unfassbar geile Secondary haben. Also mal gespannt, wie sie bei uns sind. Sie müssen allerdings recht weich sein. Sie haben wohl einen ziemlich geilen Bug. Der Rest ist aber ziemlich, ziemlich weich. Ich bin mal wirklich gespannt drauf. Ich bin doch sehr verwundert, muss ich ehrlich sagen. Das, nee, ist andersrum hier. Das müsste die Markensen sein. Das hier ist die Markensen und das ist die Deflinger. Ja, das ist richtig rum. Das hier sieht nämlich aus wie die Prinz Eitel und ja, so passt das. Also, das hier ist die Markensen, dann ist das hier die Zieten, die Prinz Heinrich und das ist die Deflinger. Gut, also, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die. Ich bin wirklich sehr überrascht, dass die jetzt schon kommen, weil die auf PC ja auch noch gar nicht so lange draußen sind. Aber ihr wisst ja, ne, der Adler liebt deutsche Schiffe, also warum nicht? Leider gibt es da so einen kleinen Haken, den werden wir uns natürlich jetzt mal in Ruhe anschauen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Denn bei den neuen deutschen Schlachtschiffen dreht sich alles um die verbesserten Secondary-Geschütze und manche haben, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, auch Torpedos an Bord. Sonar ist ab Stufe 5 verfügbar und noch ein weiterer Grund, diese Bestien auszuprobieren. Die Early Access-Struktur bleibt gleich. Ihr könnt die Schiffe aus den normalen und den großen deutschen Schlachtschiffen Kisten erhalten, mit den wichtigen Zugabe eines Schiffes der Stufe 7. Das Spitzenschiff des Zweiges Stufe 8, Prinz Ruprecht, wird allerdings erst mit dem nächsten Update erscheinen und den Zweig so erforschbar machen. Bitte beachten, die Kisten sind ab dem 1. September verfügbar. Also die Kisten sind noch nicht mal am ersten Tag verfügbar, was ich persönlich echt sehr, sehr schade finde. Da nehme ich mir extra einen Tag Urlaub und Wargaming sagt sich so, nee, die Kisten, die hauen wir ein paar Tage später rein. Das finde ich ein bisschen doof. Ihr wisst, Early Access, das zieht Wargaming eiskalt schon immer durch, also da brauchen wir uns nicht beschweren. Ich bin allerdings mal sehr gespannt, weil T7 ist das erste Mal mit dabei, ob sie wirklich eine humane Drop-Chance haben oder ob Wargaming mal wieder völlig am Rad dreht und die Drop-Chancen da wieder ins Minimum zurückfährt, dass man da wirklich unfassbar viel Geld investieren muss, damit man die Schiffe überhaupt ziehen kann. Also da müssen wir mal ein bisschen abwarten. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass die Drop-Chancen in letzter Zeit doch recht human waren. Also man hatte immer ziemlich gute Drop-Chancen, was die Early-Access-Schiffe anging. Trotzdem, wie gesagt, bei T7 bin ich wirklich mal sehr gespannt. Gut, Feldzug Bushido. Meine Block, Alter. Ach nee, das war der andere. Das war der, wie hieß denn der Kaspar? Schmido. Ach, Sido, so hieß der, ne? Nicht Schmido. Schmudo, gab's nicht noch so ein Schmudo oder sowas? Ich kenne mich mit Hip-Hop überhaupt nicht aus, Freunde. Das ist überhaupt nicht meine Musikrichtung. Naja, egal. Also, Feldzug Bushido, Alter. Geht ein paar Schritte auf den Weg des Kriegers. Dafür gibt es einen riesigen, wirklichen, gigantischen, guten Grund. Denn am Ende des Weges wartet auf euch das japanische Stufe 8 Premium-Schlachtschiff Musashi. Das berühmte Schwesterschiff der Yamato.
Mein Klatschen werde ich gleich noch begründen. Wenn ihr eure Schiffe gerne riesengroß habt, ist dieses Schiff wie für euch gemacht. Schlachtschiffe ihrer Klasse waren die mächtigsten und größten, die je gebaut wurden. Musashi bringt 460mm Geschütze und einen mächtigen TP-Vorrat mit ins Gefecht. Die Struktur des Feldzuges bleibt gleich. 5 Wochen mit 100 Meilensteinen und aktiver Aufholfunktion. Das hier finde ich immer wieder gut. Also ich finde schön, dass wie heißt Wargaming da jetzt dran festhält, dass man eine aktive Aufholfunktion hat. Das bedeutet, wenn ihr im Urlaub seid, so wie ich es ja war, ne, ich war an der Nordsee und ihr kommt dann wieder, könnt ihr halt den kompletten Feldzug immer noch komplett schaffen. Also ihr könnt einfach alles nach und nach durchspielen. Das finde ich wirklich geil. Das habe ich bei der Republik auch geschafft. Deswegen, sowas gehört immer da rein. Das finde ich wirklich geil. Hier gibt's einen Daumen nach oben. Das Schiff selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich einen Daumen nach unten geben. Ich werde euch aber auch gleich berichten, warum ich das so empfinde. Für unsere ganzen Hartmatrosen und Matrosinnen sind auch wieder die heldenhaften Einsätze verfügbar. Schauen wir uns gemeinsam alle Preise an, die euch der Bushido Codex mitbringt. Gut, das gucken wir uns gleich an. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zur Musashi. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es persönlich. Es ist meine persönliche Meinung, Freunde. Also, versteht mich bitte nicht falsch. Ihr wisst, ich liebe Schiffe, die es wirklich gab. Die Musashi gab es wirklich. Ich möchte hier auch nochmal betonen, weil das immer wieder Leute, ihr wisst ja noch, ne, ich hatte ja mal so eine Videoreihe gemacht, wo wir uns die Yamato angucken konnten und immer wieder diese Kommentare kamen, hey, das ist gar nicht die Yamato, das ist die Musashi, denn sie hat ja hier die 155er an den Seiten. Leute, die Yamato und die Musashi sind erstens Schwesterschiffe, zweitens sahen die früher beide genauso aus, denn das ist die Version, bevor sie beide umgebaut wurden. Diese 155mm Secondary-Türme wurden bei beiden Schiffen entfernt. Die Yamato wurde komplett aufgerüstet mit Flugabwehr und die Musashi wurde angefangen. Die Musashi hatte man nicht mehr beenden können, weil die Musashi dann vorher versenkt worden ist. Das bedeutet, die Yamato sah früher genauso aus. Es ist nur die vormodernisierte Variante. Also die Musashi sah nicht so aus und die Yamato so. Ich werde euch aber natürlich dann auch nochmal ein Bild von der Musashi im Video präsentieren, wie die Musashi zum Schluss aussah. Also wie gesagt, das ist die vormodernisierte Variante, so sah die Yamato damals auch aus. Also lasst euch da bitte nicht beirren. So, kommen wir zur Musashi selber. Wie gesagt, ich bin ein Fan von Schiffen, die es wirklich gab. Die Musashi ist allerdings ein Schiff, was meiner Meinung nach noch nicht hätte kommen dürfen. Denn T8 ist ganz, ganz frisch und Wargaming hat auch immer wieder selbst gesagt gehabt, ja, wir sammeln noch Daten und werden da auch nochmal ein bisschen was anpassen. Und manche Schiffe sind auch schon wieder auf unserer Liste, dass da nochmal ein bisschen was passieren wird. Warum bringt man dann so einen Brecher, um das Balancing so wieder so durcheinander zu bringen? Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also das ist wieder so eine Entscheidung von Wargaming, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Denn dieses Schiff kann dazu führen, dass T8 wirklich wieder absolut bescheiden wird, dass das Balancing gleich direkt beim zweiten Feldzug wieder völlig auseinandergerobbt wird, weil ich finde, die T8-Schiffe an sich sind okay gebalanced, manche sind ein bisschen schwach, wie ich finde, da können mal ein bisschen mehr Bums rein, aber im Großen und Ganzen finde ich sie okay. Sie fühlen sich zwar alle nicht so wirklich an wie T8, ich finde, das ist irgendwie, keine Ahnung, ne? Manche fühlen sich eher wie T7 an, manche fühlen sich eher wie Legendäre an. So richtig T8-mäßig, muss ich sagen, fühlt sich noch keins von den Schiffen wirklich an. Ich sehe noch nicht mal die 460er als das große Problem dieses Schiffes, sondern die Spielart. Ihr habt es jetzt in meinem Republik-Video gesehen gehabt, die Leute fahren mit der Yamato nicht. Die stellen sich einfach am Spawn hin und das war's. Die machen einfach nichts. Oder sie fahren einfach direkt Breitseite und lassen sich in den ersten einer Minute da rausnehmen. Das ist so eine typische Spielweise von der Yamato. Entweder ich bleib einfach direkt am Spawn stehen und ich meine wirklich direkt stehen, weil viele meinten, ja, eine Yamato spielt man defensiv. Natürlich, habe ich ja selbst immer gesagt gehabt, ne, spielt sie eher auf Reichweite, da ist sie ein bisschen besser aufgehoben, keine Frage. Aber wir müssen hier differenzieren. Auf Reichweite spielen ist noch lange was anderes als ich bleib einfach nur stehen an meinem Spawn und mache gar nichts und schieße nur. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, also das müsst ihr wirklich differenzieren, ne? Auf Distanz spielen bedeutet, alles klar, ich bleibe halt weiter hinten und werde von hinten aus mal schön einen rauskloppen und mein Team supporten. Ich weiß, Team Support ist für viele ein Fremdwort. Am besten einfach mal in die Google-Suche eingeben, dann könnt ihr vielleicht mal die Beschreibung davon herausfinden und vielleicht euch da mal so ein bisschen dran richten. Auf der Stelle stehen und einfach nur doof rumballern und sein Team überhaupt nicht folgen und sich wirklich einfach nur denken, Alter, mir ist alles scheißegal, das ist für mich keine Spielweise. Und diese Spielweise wird die Musashi auch bekommen. Das bedeutet, die Leute, die einfach wirklich Aluhüte trägen, die sich gegenseitig an der Unterhose schnubbern,
Diese Leute haben jetzt die Möglichkeit, sich direkt eine Musashi zu kaufen. Und es wird viele geben, die sich direkt eine Musashi kaufen werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir werden, und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, die gleiche Problematik bekommen wie damals bei der Jambat. Die Jambat war eine absolute Katastrophe, wo sie als Feldzug kam. Und die Musashi wird genau das gleiche werden. Ich kann nur hoffen, dass Wargaming das Ding gut gebalanced hat. Ich kann so ein bisschen von der PC-Version mal sprechen. Also die Streuung ist deutlich höher als bei der Yamato. Ich glaube, die Turmdrehgeschwindigkeiten war auch nochmal schlechter als bei der Yamato, wenn ich mich nicht verirre. Und sie hat halt so gut wie keine keine Flak. Also ihr könnt sie mit den CVs ziemlich gut anfliegen. Und das sollte dann auch gut scheppern. Trotzdem, sie hat einen 32mm Bug und sie hat halt 460er. Und wenn es trifft, dann tut es halt auch richtig weh. Und ich gehe davon aus, dass T7, T8 und Legendär jetzt wieder so eine absolute stationäre Scheiße wird, dass die Leute einfach direkt am Spawn stehen bleiben mit ihrer Musashi und einfach nichts machen. Und wenn ihr zum Beispiel so eine Bismarck nehmt oder vielleicht auch mal eine Vanguard, gute Vanguard mit der HE ist eigentlich noch ziemlich geil, wenn die frontal stehen, ihr werdet euch da die Zähne ausbeißen und das kann einfach nicht der Sinn dieses Spieles sein. Und ich finde, eine Musashi hätte man frühestens nächstes Jahr bringen sollen, damit die T8-Schiffe erstmal richtig reifen können. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass Wargaming schon so viele Daten gesammelt hat, um zu sagen, boah, ey, wir hauen uns selber auf die Schulter, das haben wir richtig gut gemacht, die Schiffe sind allesamt super drinne. Nein, also eine Ron ist zum Beispiel, ist für mich persönlich einfach ein Downgrade zur Hipper. Sie hat den gleichen Schadensoutput wie eine Hipper, obwohl sie einen Turm weniger hat. Sie hat ein einziges Geschützrohr mehr. Wahnsinn, Wargaming. Dafür hat sie aber auch zwei Torpedowerfer weniger. Also, nee. Also, ich hätte erstmal wirklich jetzt vielleicht mal einen Kreuzer gebracht, ne? Vielleicht einen französischen Kreuzer. Gut, naja, gut, zwei französische Feldzüge ist dann halt auch ein bisschen doof. Man hätte die Elbe kriegen können als Feldzug. Wäre auch richtig geil gewesen. Hätte ich mega gefeiert. Aber eine Musashi, muss ich persönlich sagen, hätte es jetzt aktuell noch nicht gebraucht. Und ich denke, die Musashi wird uns massiv auf den Sack gehen. Und ja, die Leute, die sagten, ey, yeah, endlich kann ich wieder T7 ohne Yamato und Co. spielen. Ja, Leute, jetzt habt ihr eine Musashi. Also, ihr seht's, Wargaming hat einen ziemlich krassen Humor. Ich find's nicht gut. Ich habe auch wirklich Sorgen, dass sie nicht gut gebalanced werden sein wird. Und ich glaube, dass der Frustfaktor von den Leuten massiv steigen wird. Ja, und die Feedback-Channel werden wahrscheinlich damit rumknallen, dass man sagen wird, ey, die Musashi ist viel zu stark. Das kann ich mir vorstellen. Es ist aber, wie gesagt, nur eine Vorstellung. Es kann natürlich auch sein, dass uns Wargaming hier absolut überrascht und das Ding wirklich gut gebalanced ist, dass das Ding eine krankere Streuung hat als, keine Ahnung, als ein Kurfürst oder ein Friedrich oder, na gut, Bismarck hat mittlerweile eine gute Streuung, das muss man ehrlich sagen. Wie eine Kneisenau. Ist doppelt so schlecht wie eine Kneisenau. Kann natürlich sein, dann dann werden die Musashi-Fahrer selbst einfach keinen Spaß haben, wenn man damit natürlich nichts trifft. Wie gesagt, mein größtes Problem sind nicht die 460er. Mein Problem ist einfach, dass die Leute mit diesen Schiffen einfach nicht wissen, wie man spielt. Sie sind völlig überfordert und bleiben einfach auf ihrer Stelle stehen und das macht für mich einfach den Spielfluss kaputt und ich denke, dass die Musashi dazu beitragen wird, dass dieser Spielfluss noch weiter gestört werden sein wird. Das hat sich richtig falsch angehört, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, kommen wir jetzt erstmal zur Admiralitätsunterstützung. Schreibt mir natürlich eure Meinung, was ihr von der Musashi haltet, natürlich unten in die Kommentare. Ich bin mal sehr gespannt. Verfügbare Belohnung ohne Admiralitätsunterstützung. 40 einfache Booster, 8 Typ 1, 8 Typ 2, 8 Europa, 8 Rot-Weiß und Blau, 8 Regia-Marina, 8 Revolutionär, 8 Union Jack und 8 Victory-Tarnung. Das finde ich so geil, weil ich mag die Europa-Tarnung. Die Victory ist, glaube ich, diese russische, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber was ist denn die Revolutionär? Das weiß ich gerade aktuell nicht. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. 247.500 Kapitäns-EP, 225.000 Creditpunkte, oh ja, Freunde, ich brauche Creditpunkte ohne Ende, 7.250 globale EP, 14 Beförderungsbefehle, ein Abzeichen, eine Auszeichnung, 8 Tage Premium-Spielzeit, eine große Kiste Sommer, 2 große Kisten Herbst, eine Kapitänskiste Japan, eine Aufkleber Hintergrund, eine Aufnäher-Symbol und eine Andenken-Flagge. Gesamtwert 18.195 Dublonen. So, zusätzliche Belohnungen mit Admiralitätsunterstützung. 2.500 Dublonen müsst ihr natürlich investieren. 40 seltene Booster, 12 Tarnung, Typ 1, Typ 2 Europa, Rot, Weiß und Blau, Regia Marina, Revolutionär, Union Jack, Victory.
Victory, ja. Ich weiß, also ich glaube, die Victory ist doch, das müsste diese russische Tarnung sein. Diese rote mit den schwarzen und mit den goldenen Eichenlaub und sowas. Ich glaube, das ist die Revolutionär. Ich weiß echt gerade nicht, was das sein könnte. Ist das diese französische Farben? Bracht hier diese blau-weiß-rote, die ich nicht ganz so schön fand? Das könnte natürlich sein. 135.000 Kapitäns-EP, 3.225.000 Credit-Punkte, 32.750 globale EP, 26 Beförderungsbefehle, 3 Abzeichen, 3 Auszeichnungen, 57 Dublonen, 6 große Kisten Sommer, 5 große Kisten Herbst. Die Musashi, ein Gesamtwert von 75.600 Dublonen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Freunde. Am meisten freue ich mich auf die Credits. Weil ohne Witz, ne, ich war noch nie so arm in diesem Spiel wie aktuell. Mir fehlen so dermaßen die Credits. Das ist echt der Wahnsinn. Aber okay, wir werden mal weiterschauen. Schauen wir uns mal das nächste an. Die legendären Transformers sind hier. Und schaut euch mal das Bild an, Freunde. Schaut euch wirklich mal das Bild an. Ihr seht's, es ist im Großen und Ganzen, sind das eins zu eins die identischen Tarnungen, die wir bei Stufe 7 alle kannten. Die kommen jetzt auf die legendären Schiffe. Wargaming, ihr seid richtig kreativ. Ihr seid richtig kreativ. Alter, das finde ich so dermaßen dämlich, dass man sich nicht mal die Mühe macht, neue ja, Tarnung bzw. neue kreative Skins anzubieten. Nein, man sagt sich alles klar, wir nehmen die alten Entwürfe und machen die einfach auf die legendären Schiffe. Aber das für ein Schrott? Was ist denn das für ein Schrott? Also wirklich, Wargaming, ohne Witz, ne? Wenn ihr schon wieder eine Kollaboration einbringt, dann seid doch zumindest so konsequent und zieht mal eine neue Tarnung drauf. Ne, ihr seht's, das ist die Bismarck-Tarnung, das ist die Iowa-Tarnung, das ist die Richelieu-Tarnung, das ist die Fletcher-Tarnung, das ist die Edinburgh-Tarnung und das hier, weiß ich nicht mehr, war das dieser DD, dieser, ich glaube, das war der russische DD, ne? Taschkent, war das die Taschkent? Zumindest, ja, das ist die Kaba, ich sehe es gerade. Also, das sind eins zu eins die gleichen Tarnungen. Ey, Wargaming, komm. Also, ein bisschen Kreativität verlange ich von euch schon. Gerade für Sachen, wo ihr natürlich dann wieder ordentlich Geld verlangt. Das geht so nicht. Ne? Also, ich finde, das ist sehr, sehr schwach von Wargaming. Hier gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach unten, dass man sich nicht mal die Mühe macht und sich hier wirklich neue Designs für die Tarnung ausdenkt. Also, das finde ich wirklich absolut schlecht von Wargaming. Ja, sehr, sehr schade. Und hier haben wir halt wieder Pay-Content. Ne? Also, Transformers, dann die Early Access-Schiffe. Die Transformers sind zurück, diesmal mit gewaltiger Verstärkung in Form von legendären Schiffskins. Noch mehr gute Nachrichten, jeder vergangene Artikel der Kollaboration wird ab 1. September während des gesamten Updates verfügbar sein, bis zum 3. Oktober. Dazu gehören die Kapitäne, Schiffskins und Container. Im Großen und Ganzen, ich glaube, ist Transformers mit Warhammer, müsste das so das schlechteste Event gewesen sein. Also davon habe ich wirklich am wenigsten im Spiel selbst gesehen. Aber für die Leute, die auf Transformers stehen, die sich da vielleicht auch gerne selber verwandeln, ne, die vielleicht nackig rausrennen, sich ins Auto legen und sagen, Verwandlobus, ne, und denken, sie werden dann ein Auto. Für die ist das vielleicht was, wie gesagt, wer auf Transformers steht, der soll sich das gerne gönnen. Trotzdem, Freunde, auch für euch möchte ich nochmal ganz arg betonen, dass Wargaming hier so faul ist und hier wirklich eins zu eins die Skins einfach nur auf legendär provoziert hat. Das finde ich schwach. Das finde ich unfassbar schwach und deswegen gibt es hier auch einen dicken, fetten Daumen nach unten. Ja, die Flugzeugträger der höchsten Stufe. Und hier muss ich sagen, bin ich massiv, ich bin wirklich massiv erbost, was Wargaming sich hier einfallen lassen hat. Ich finde das eine absolute Frechheit. Ich finde es wirklich eine absolute Frechheit und das habe ich Wargaming auch schon geschrieben, weil wir kriegen ja die Patch Notes immer ein bisschen früher, dass wir das Video vorbereiten können. Und habe da meinen Unmut auch schon weitergegeben, dass ich das wirklich, wirklich nicht gut finde. Was ich nicht gut finde, werden wir jetzt herausfinden. Beginnt eure Reise durch die Lüfte noch heute mit diesen legendären Giganten, die in zwei Büroprojekte zu euch kommen. Das klingt ja schon mal nicht verkehrt. Gleich kommt aber das dicke, fette Aber. Die Flugzeugträger USN Midway und die Hakuryu. Beide Projekte sind im Shot für Credit-Punkte oder Dublonen verfügbar und bleiben. Das bedeutet, Freunde, wir müssen jetzt investieren, egal ob Credit oder Dublon, um hier dieses Büroprojekt erforschen zu können. Anscheinend denkt sich Wargaming so, wir haben eine neue Idee. Ich glaube, wir bieten jetzt immer Büroprojekte für Credit oder Dublonen an. Das ist ja viel geiler. Oder halt für Stahl. Also sie wollen anscheinend jetzt hier wirklich immer Geld, also Echtgeld, Ingame-Geld oder Stahl haben, damit ihr hier Büroprojekte erforschen könnt. Ich finde das eine absolute Frechheit. Ich finde das für Leute wie mich, die einfach gerne CV fahren, eine absolute Frechheit, ein Tritt ins Gesicht, weil fast alle, bis auf die Colbert,
Ja, wir sagen einfach mal, alle Schiffe, außer die Colbert, kommen kostenlos ins Spiel und Leute, die einfach gerne CV fahren, die sollen jetzt hier Geld investieren, damit sie ihre CVs erforschen können. Das finde ich eine Frechheit. Das finde ich eine absolute Frechheit. Wenn man das schon macht, Wargaming, und ich hoffe, ihr seht dieses Video, dann seid zumindest so fair und sagt alles klar, dann sind aber die Segmente kürzer. Dann haben wir nicht mehr 12 Segmente, sondern wir haben dann vielleicht nur noch die Hälfte. Dann würde ich sagen, alles klar, okay, komm, dann investiere ich Credit. Man könnte hier auch sagen, alles klar, entweder ihr investiert Dublon dafür, dass es dann halb so schnell oder halb so schnell oder beziehungsweise nur noch die Hälfte von diesen Dings dauert, dass ihr dann wirklich nach 6 Segmenten fertig seid. Oder man sagt, alles klar, ihr wollt dafür kein Dublon, dann könnt ihr es kostenlos haben, dann müsst ihr aber auch die 12 Segmente. Das hätte ich eine coole Idee gefunden. Dann hätte ich gesagt, okay, dann finde ich das mit den Dublonen oder Creditpunkten halt auch gerechtfertigt. Weil ich glaube nicht, Freunde, dass wir den Auftrag für 1 Million Creditpunkte bekommen. Ich glaube, da könnt ihr mal locker 20 Millionen hinlegen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und das finde ich eine Frechheit. Wie gesagt, für Leute, die einfach gerne CV fahren, die werden hier generell massiv in die Fresse getreten. Die ganze Zeit, es kommen immer wieder irgendwelche fragwürdigen Nerfs, die in keinsterlei Belangen haben. Und dann werden wieder Rebuffs gemacht und was nicht alle. Also die CVs, die sind so chaotisch in das Spiel integriert worden. Und ich sag mal wirklich, die Leute, die wirklich echt gut CV spielen, und davon gibt es ein paar, die hatten bis auch mit den Nerfs keine Probleme. Die sagen sich dann halt, hier, ihr könnt mich mal, ich werde trotzdem meine CVs weiterhin spielen, ne? Ich finde es, wie gesagt, nach wie vor eine absolute Frechheit, jetzt hier Büroprojekte für Creditpunkte oder Dublonen anzubieten. Dann seid doch einfach so mutig und sagt, alles klar, komm, das mit dem Büro gefällt uns auch nicht mehr. Die Leute haben da keinen Bock mehr drauf. Wir hauen die Schiffe jetzt hinten an den Tech-Tree dran. Dann seid so nett. Dann dürfen die Leute, die alles schon erforscht haben, die Schiffe behalten. Und die Leute, die jetzt neu anfangen, müssen halt die Feldzüge, beziehungsweise die Tech-Tree-Bäume, Entschuldigung, die Tech-Tree-Bäume durchspielen. Das würde auf jeden Fall einen großen Pluspunkt haben, denn die Leute müssen spielen, die Leute müssen Erfahrungen sammeln, damit sie bis hinten hin die legendären Schiffe freigespielt. Wie gesagt, Creditpunkte oder Dublon finde ich lächerlich. Hier gibt es wieder einen Daumen nach unten. Nächster Pay-Content, wie ihr merkt. Also ihr seht, das Update ist wirklich sehr voll mit Pay-Content. Ich hätte es cool gefunden, wenn man sagt, alles klar, wenn ihr schneller fertig sein wollt, müsst ihr Dublon investieren. Dann seid ihr nach 6 Segmenten durch. Wenn ihr darauf keine Lust habt, dann kriegt ihr das Ding gratis und habt dann ganz normal gewohnt die 12 Segmente. Das hätte ich fair gefunden. So finde ich das einfach nur eine absolute Frechheit und es ist wieder ein Schlag ins Gesicht für die CV-Fahrer. Also hier bin ich wirklich massiv erbost und finde das absolut frech, was Wargaming sich hier leistet. Allerdings wird die Möglichkeit, die Projekte für Dublon zu erwerben, mit dem nächsten Update entfallen. Denkt daran, wenn ihr über eure Einkäufe nachdenkt. Das bedeutet also, ihr könnt dann ab nächstes Update die Büroprojekte nur noch für Creditpunkte kaufen. Warum man das dann für Dublon wegzieht, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Also, macht für mich einfach gar keinen Sinn. Midway bringt im Vergleich zu anderen Flugzeugträgern den höchsten TP-Vorrat mit. Die Bomber sind für Langstrecken-Torpedoangriffe vorbereitet. Entschuldigung, bringt schnelle Flugzeuge mit, extrem kurze Wiederherstellungszeit mit und kann so sehr häufig angreifen. Gewertete Gefechte werden 30, die Season 29, 30 und 31 warten in diesem Update auf uns. 4 gegen 4 Gefechte, keine Flugzeugträger, nur ein Zerstörer pro Team, die perfekte Möglichkeit, euer Können zu beweisen und Preise zu gewinnen, darunter Stahl, Kapitänsartikel und mehr. Bleibt dran, um mehr über die erste Season am 1. September in einem eigenen Blogbeitrag zu erfahren. Mobile-Legenden sind da. Hoppla, Freunde, hab ich ja was vergessen. So. Majestätische Tage. Begrüßt den ersten und bestimmt nicht letzten besonderen Event im Spiel. Eure Anweisung ist simpel. Meldet euch ab dem 12. September jeden Tag an, schließt die Aufträge 3 Wochen lang ab. Die Aufträge, die ihr verpasst, könnt ihr für eine kleine Dublonensumme zurückholen. Natürlich, wisst ihr, wie es ist. Und sichert euch so eine Menge Güter. Der ultimative Preis wartet am Ende der 3. Woche. Die Agent Cord Premium Schlachtschiff der Royal Navy. Mehr über das Schiff könnt ihr im nächsten Bereich lesen. An sich finde ich das gar nicht verkehrt. Ich finde das wirklich cool. Das ist sowas wie so eine, ja, wie so eine Anmeldebelohnung, ne? Das finde ich wirklich geil. Auf PC gibt's das ja auch, wenn ihr da in das Spiel reinkommt, kriegt ihr jeden Tag einen kostenlosen Güter. Was ich allerdings wieder nicht so geil finde, lasst den Leuten doch einfach das Ding offen. Ne? Es gibt Leute, die 3 Schichten arbeiten, die dann einfach mal keine Zeit haben, in das Ding reinzukommen.
oder im Urlaub sind oder sowas, lass die sie doch einfach kostenlos nachträglich machen. Warum muss man denn hier so auf die Dublonen schnüffeln? Verstehe ich nicht, wirklich nicht. Also das finde ich wieder Mitteldaumen. Also es geht schon mehr Richtung hoch, weil ich die Grundidee wirklich toll finde. Also da muss man ganz fair sein. Das finde ich wirklich toll, dass man hier mal wirklich ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Güter bekommt, weil ich finde schon, dass sehr schwach, was wir so als tägliche Belohnung bekommen. Es ist eine kleine Kiste und in 90% der Fälle ist da halt wirklich nur Schrott drin. Also das hat die PC-Version zum Beispiel auch besser gelöst. Da gibt es dann wirklich so Ende des Monats immer mal was richtig Geiles. Das haben wir hier leider nicht so. Also gut, man muss hier allerdings dazu sagen, beim Dings ist es wirklich nur anmelden. Ne? Bei der PC-Version ist es wirklich nur anmelden, dann habt ihr das freigeschaltet. Hier müssen wir halt noch Aufträge erspielen. Das finde ich halt auch wiederum so ein bisschen nah. Gib das Ding doch einfach so her, dass ich einfach durch Anmelden das Ding freischalte, Punkt, fertig und wir haben die Güter bekommen. Ist doch ganz simpel, Wargaming. Seid doch nicht immer so geizig. Und den neuen Spielern wird hier eins nach dem anderen gegönnt, dass immer mehr Spieler in das Spiel kommen. Anscheinend, das ist aber jetzt wirklich nur meine Vermutung, geht die Spielerzahl doch so ein bisschen zurück, dass man dann doch ein bisschen gegenarbeiten will, ne? Also den neuen Leuten wird dann einfach mal Mietschiffe in den Hafen gestellt oder ne, bekommen jetzt hier durch einen Code massive Vorteile durch Güter. Und die Spieler, die halt jahrelang in dem Spiel sind, wir kriegen im Großen und Ganzen einfach nichts. Und das haben wir CCs, und das haben wir wirklich fast im gesamten CC-Team, haben wir das schon bemängelt, dass hier wirklich neue Leute wirklich alles so in Anführungszeichen hinterhergeschmissen wird und die Stammspieler, die wirklich massiv Geld in dieses Spiel investieren und dieses Spiel am Leben halten, die kriegen einfach gar nichts. Und das finde ich von Wargaming einfach nicht gut. Und das sollte Wargaming vielleicht doch mal so ein bisschen den Schalter umlegen und sich sagen, okay, komm, wir gönnen den Leuten doch mal ein bisschen mehr. Deswegen hätte ich das hier weggelassen mit der Dublonensumme und hätte gesagt gehabt, ey, komm, ihr könnt noch zusätzlich durch einen Auftrag so ein paar Sachen bekommen, müsst aber nicht. Aber das hier hätte ich einfach so als täglichen Starten, so wie die normale Kiste, zack, wird das hier einfach mal alles abgehakt und fertig aus. Das hätte ich cool gefunden. Noch mehr kleine Aufträge jetzt nebenbei. Wann sollen wir denn das alles noch spielen, Freunde? Wir haben den Feldzug, wir haben das Büro. Du bist ja dann einfach im Großen und Ganzen nur noch mit Aufträgen beschäftigt. Du willst ja auch einfach mal in Ruhe spielen, mit Schiffen spielen, wo du einfach Lust drauf hast, ne? Und das kannst du manchmal gar nicht. Und wenn du dann noch von der Arbeit kommst und du dir sagst, Alter, ich will jetzt einfach nur noch so 2-3 Runden in aller Ruhe spielen, ja, das ist jetzt langsam schwer. Deswegen gibt's hier wirklich nur so einen halben Daumen. Gut, kommen wir zu den Premium-Kreuzer. Und das hier ist der nächste Punkt, den ich einfach im Großen und Ganzen nicht sonderlich gut finde. Neue Schiffe in diesem Update. Amerikanische Stufe 7 Premium-Kreuzer Wichita. Wichita, ihr wisst ja, war auch ein ziemlich OP-Schiff, was man danach nie wieder gesehen hat. Warum? Weil sie einfach OP war. Punkt aus. Jetzt kommen wir aber zu einem Teil, den sich Wargaming hier wieder ganz raffiniert überlegt hat, wo ich sage, hier, was soll der Schwachsinn? Wir lesen erstmal durch und dann gehe ich auf meine Meinung ein. Die Veröffentlichung des Schiffs stellt eine neue Vorgehensweise hinsichtlich mancher ihrer Kollegen dar, die vom Spielentwicklungsteam und vielen von euch als zu gut eingestuft wurden. Das Geile ist, dass das Spielentwicklungsteam und auch die Community sagt, ja, die Wichita war unfassbar stark. Die muss nicht normal reinkommen. Im Großen und Ganzen hätte die Wichita auch einen Nerf bekommen können, dass man sie einfach wieder anbieten kann. Also Wargaming gibt hier gerade selber zu, dass dieses Schiff im Großen und Ganzen eigentlich schon OP ist, man aber nichts dagegen macht. Warum nicht? Warum nicht? Einer Weimar, da hat man auch direkt gegengegriffen. Man hat sie erstmal aus dem Shop entfernt und hat sie jetzt auf die 7 drauf hochgesetzt, wo sie eigentlich nur noch ein Platzmonster ist. Das war's. Einer Wichita rührt man nicht an. Sehr merkwürdig. Ihr wisst genau, worauf ich hinausspielen will. Aber ich will mich mal meiner Meinung enthalten. Wir haben uns dazu entschieden, pass auf, das ist eine richtig geile Aktion, pass auf. Wir haben uns dazu entschieden, ein paar dieser Schiffe in Rente zu schicken, was im Wesentlichen bedeutet, dass sie in ihrer jetzigen Form nicht mehr erhältlich sein und nun als Sammler Edition oder einfach SE-Version bezeichnet werden. Die neuen Versionen dieser Schiffe werden jedoch sowohl für ihre Besitzer als auch für alle Kapitäne, die keine der Schiffe haben, erhältlich sein. Allerdings mit ein paar Änderungen ihrer Eigenschaften. Das bedeutet, Freunde, Wargaming hat sich gedacht, boah, wir haben die Idee, wir sind so geil, wir sitzen hier an unserem Tisch und haben die Idee. Wir bringen die Schiffe wieder, die Leute möchten die Schiffe gerne wieder haben, wie Jean Bart etc. pp. Aber wir wissen ja selber, dass die Schiffe OP sind.
Und wir möchten an diesen OP-Schiffen im Großen und Ganzen nichts verändern, weil wir es wahrscheinlich nicht richtig schaffen werden oder wir sie eventuell zu viel nerven oder der Nerf überhaupt keine Rolle spielt. Egal. Zumindest sagen wir uns, okay, wir bringen die Schiffe wieder, aber wir können sie ja jetzt nicht einfach eins zu eins wiederbringen, weil das würde ja die Leute erbosen. Wir schwächen sie ein bisschen ab. Oder wir ändern die Werte ein bisschen und nennen sie einfach SE. Was ist denn das für eine Idee, Freunde? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wollen sie jetzt wirklich aus allen Schiffen, die sie gebracht haben, 500.000 Varianten bringen, damit sie noch mehr Geld verdienen? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wollen wir hier fünf verschiedene Vishita-Versionen dann auf einmal im Match sehen? Eine Vishita, eine Vishita SE, eine Vishita SB, eine Vishita BB, eine Vishita 0815, eine Vishita Blau, eine Vishita Rot, eine Vishita Gelb, eine Vishita Hello Kitty. Was soll denn der Schwachsinn? Wo sind wir denn jetzt hier langsam gelandet? Also ich weiß wirklich nicht, was Wargaming mit dem Schrott anstellen will. Ich kann es verstehen für die Leute, die sich sagen, ey, cool, es kommen endlich wieder die Schiffe, die ich nicht habe. Kann ich verstehen. Aber dann hätte man den Mut fassen müssen und sagen können, okay, sie wissen ja, warum sie die Schiffe nicht gebracht haben, weil die Schiffe einfach unfassbar performen. Es ist einfach schön, dass die Community sich dann selber irgendwann sagt, ey, ich habe auf das Schiff keinen Bock mehr. Man sieht sie dann recht selten, das finde ich wirklich gut, weil es dann einfach neue Alternativen gibt. Trotzdem kann man das sagen, alles klar, okay, die Schiffe sind einfach zu stark. Wir gucken uns die Werte an. Was ist einfach an denen zu stark? Was ist das Problem? Was mag die Community an diesen Schiffen einfach nicht? Dann hätte man daran einfach sagen können, alles klar, das wird abgeändert und dann wäre es doch gut gewesen. Ne, da hätten wir doch alle mit leben können, weil wir haben mittlerweile so viele Schiffe. Mich persönlich würde es nicht stören, wenn die Vishita genervt werden würde. Im Gegenteil, ich würde sagen, alles klar, okay, ist gerechtfertigt. Ne? Würde die Baltimore zum Beispiel wieder ein bisschen interessanter machen. Aber okay, nein, Wargaming geht jetzt andere Wege. Wargaming sagt sich, alles klar, total geile Idee. Wir werden jetzt hier 500.000 verschiedene Versionen von diesen Schiffen anbieten, mit verschiedenen Varianten, weil so ist natürlich die Möglichkeit da, dass dann eventuell Vishita-Besitzer sagen, alles klar, ey, die andere Vishita hat genau das geändert, was ich eigentlich wollte. Ich kaufe mir jetzt noch die Vishita SE, Entschuldigung. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Also, wir kommen hier langsam zu dänischen Klemmbauhersteller Mechaniken, würde ich mal sagen. Ne? Also, das ist eine Preispolitik, die kann ich einfach nicht für gut halten. Ne, die kann ich nicht für gut halten, finde ich auch total bekloppt, sowas zu machen. Okay, wir lesen mal weiter. Vishita ist der erste dieser neuen Reihe. Ist ja natürlich klar, muss ja natürlich ein amerikanisches Schiff sein. Ihre überarbeitete Version kommt am 29. August in den Shop, ohne dass derzeit ein Zeitlimit für ihre Verfügbarkeit besteht. Rechne damit, dass die folgenden berühmten, berüchtigten Schiffe in den kommenden Updates ebenfalls überarbeitet werden, wobei sich die Liste allerdings noch ändern kann. Das kommt noch der Zerstörer Somas, obwohl die Somas noch gar nicht mal so alt ist. Und ich fand die Somas nie zu stark. Also die Somas, die hätte man so ganz normal als globale XP bringen können. Aber nein, das ist es ja jetzt auch, Freunde. Das ist es ja jetzt auch. Jetzt sagt sich Wargaming, nö, warum sollen wir sie denn als globale Schiffe bringen? Man könnte sie ja jetzt als globale Schiffe bringen. Dann hätte ich gesagt gehabt, okay, kann ich mitleben, ne? Ich finde es zwar immer noch bescheuert, dass es dann 500.000 verschiedene Varianten gibt, aber dann waren wir zumindest so fair und bringt sie als globale Schiffe. Nein, Wargaming sagt sich, hey, wir haben jetzt T8. Wir haben jetzt T8. Also gibt es jetzt keine globalen Schiffe mehr für T7. Die hauen wir jetzt alle für Dublon raus. Und ihr habt gesehen, was so ein Dublon-Schiff, was ein T7er kostet. 17.500 Flocken wollen sie dafür haben. Und das ist ein Haufen Geld. Ich finde es einfach nicht gut. 15.000 Dublonen ist auch schon verdammt viel Geld. Und das ist so ein Schiff einfach nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem ist 15.000 Dublonen nochmal besser als 17.500 Dublonen, ne? Und ja, wie gesagt, anstatt zu sagen, alles klar, wir sind so fair und geben den alten Spielern jetzt oder den neueren Spielern die Möglichkeit, diese Schiffe auch zu bekommen, auch wenn sie jetzt eine andere Variante haben, für globale XP, das nehme ich eben nicht gleich wieder neue Spieler komplett T7 verkacken, weil sie sich einfach ein Schiff kaufen, obwohl sie die Kapitän dafür noch gar nicht haben. Nein, Wargaming sagt, wir wollen Dublon dafür haben. Fertig, aus, da gibt es keine Diskussion, hier gibt es kein globales Schiff. Absolut fragwürdige Entscheidung.
Wie gesagt, Hightier wird jetzt hier gleich wieder mit Premium-Schiffen zugeballert, dass ich wirklich direkt neue Leute sage, alles klar, komm, Geld spielt für mich keine Rolle. Ich habe da draußen einen Maserati stehen oder was auch immer. Ich kaufe mir jetzt hier die T7-Schiffe. Es interessiert mich auch gar nicht. Ich will mit dem Spieler im Großen und Ganzen auch mich überhaupt nicht auseinandersetzen. Ich will hier mal zwei, dreimal Runden ballern, krieg voll auf die Fresse und dann gehe ich in ein anderes Spiel. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist eine riesengroße Problematik. Das ist noch eine viel größere Problematik, als hier eine Sammler-Edition von so Schiffen zu bringen. So ein Schwachsinn. Sondern das Problem liegt einfach daran, dass man jetzt, weil ich finde, ab T7 sollte man High-Tier benennen. Auch wenn wir jetzt T8 und Legendär haben. Ich würde nicht sagen, dass T7 jetzt runterrutscht zu Mitteltier. Sondern ich würde wirklich sagen, bis T6 ist Mitteltier und ab T7 ist einfach High-Tier. Dass jetzt wirklich die Leute High-Tier vor solchen, beziehungsweise Neulinge vor solchen T7 dann, weil sie sich einfach legendärer, weil sie sich dann einfach T7-Schiffe direkt kaufen können. Muss nicht sein, darf nicht sein und wie gesagt, das mit diesen Sammler-Edition finde ich auch der größte Schwachsinn. Differenzen between Wichita CE and the new Wichita. Warum man das jetzt hier in Englisch schreibt, das kann ich euch auch nicht sagen. Das war nicht ich, ich habe das auch nicht nachträglich eingefügt, sondern das war Wargaming. Also, HE Shells wird minimiert. Die normale Wichita hat 2800, die CE wird dann die 2600. Wie gesagt, bei uns wird sie wahrscheinlich nicht CE, sondern SE heißen. Warum man das nicht auch dann einfach einheitlich macht und sagt einfach Collector's Edition, CE wäre doch gut gewesen. Nein, das wird dann wahrscheinlich wirklich bei jedem Schiff anders angezeigt, wie man die Sprache einfach einstellt. Dann der AP-Schaden wird von 4000 auf 4200 hochgedrückt. Das bedeutet, sie bekommt jetzt auch noch einen besseren Chance Output der AP. Also wer sich sagt, okay, ne, der AP Damage, der normalen Wichita, der war mir ein bisschen zu gering. Ich kaufe mir jetzt die CE Variante, hat dann hier auf jeden Fall eine bessere, na sag mal, einen besseren Schadensoutput. Dann haben wir hier noch die Penetration, dann die Main Batterie Shell Group und die, ihr könnt es euch eigentlich, es ist ja eigentlich alles selbsterklärend. Ich kann es euch nochmal, Moment, Freunde, ich hau's euch nochmal als deutsche Variante rein. Moment, wir müssen mal kurz hier den Übersetzer reinpredigen, dass wir das jetzt hier einfach mal ganz schnell ins Deutsche übersetzen. Für die Leute, die dem Englischen nicht so mächtig sind, da gehöre ich leider auch dazu. Wir werden das jetzt hier einfach mal übersetzen. Das löschen wir mal weg. So. Ja, ich weiß, ich hätte es vor mir machen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Patch Notes nicht vorher durchgelesen, aus dem einfachen Unterschied oder aus dem einfachen Grund, weil wir hier einfach, ja, ich wollte mich mit euch gemeinsam überraschen lassen. So, Unterschiede zwischen Wichita. HE Granatenschaden von 2800 auf 2600 verringert. AP Granatenschaden von 4000 auf 4200 erhöht. AP garantierter Abprallwinkel von 75 auf 67,5 Grad verringert. Das bedeutet, unsere Granaten prallen dann doch schneller ab als bei der normalen Wichita. AP-Sicherungszeit von 0,01 Sekunde auf 0,033 Sekunden erhöht. Da bin ich mir, ich glaube, dass das muss die Sprengen, also ne, die Dingszeit sein. Ich bin mir aber hier gerade nicht so sicher. Ja, AP-Durchschlag wurde hier auf 11% erhöht, Granatengruppierung der Hauptbatterie um 10% verringert. Also sie streut wohl mehr, dafür aber einen besseren Schadensoutput. Was die AP angeht, sie wird hier also eher AP-lastig sein, was ich ziemlich cool finde. Trotzdem finde ich es eine Frechheit. Ne? Also die Leute, die sich jetzt sagen, ey, cool, ich hätte eine Wichita gerne so als AP-Kreuzer gehabt, ja, die können sich jetzt noch eine Wichita kaufen. Also ich finde das nicht gut, Freunde. Ich finde das wirklich nicht gut. Egal, gehen wir mal auf die nächste Variante. Britische Stufe 3 Premium-Schlachtschiff Agent Court. Ja, Freunde, da bin ich ein bisschen vorsichtig, ne? Weil alle Schiffe so auf Stufe 3, die wir kostenlos erspielen konnten, waren jetzt nicht so der Hit. Ich möchte mal so die South Carolina so betiteln. Ja, das war schon so ein kleiner Schlag in die Fresse, ne? Und deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen vorsichtig. Man muss aber fairerweise sagen, die Toron oder wie das Ding hieß und hier die Bellaphone, die konnte man ja auch kostenlos erspielen, die waren schon ziemlich geil. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich mag es. Ich mag das Schiff unfassbar gern, optisch zumindest. Und ich bin echt mal gespannt. Ich hoffe, dass sie keine South Carolina wird. Bitte lass es wirklich eher eine Orion werden. Dann fände ich das richtig, richtig geil. Wenn ich das richtig sehe, hat sie 2, 4, 5, 6, 7 Türme. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ich versuche mal reinzusummen, ne? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, tatsächlich. Boah, das ist natürlich geil. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ne, da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Also, dieses Schiff wurde von Brasilien bestellt, vom Osmanischen Reich gekauft und von Großbritannien zu Beginn des Ersten Weltkriegs beschlagnahmt. Es diente bis 21 stolz in den Reihen der Royal Navy. Was für eine Reise. Ihre Version in Legends bringt 14.305 mm Hauptgeschütze. Also 15 cm Geschütze. Okay. Und die besten Sekundärgeschütze ihrer Klasse mit einer Reichweite von 5 Kilometer. Aber eine Flugabwehr fehlt ihr. Ja, also wie immer, ne? Das wird eklig, weil so eine Reihen wird euch dann eine zieht dann nach der anderen drücken. Aber wenn sie sich wirklich mit den Hauptguns zumindest gut beweisen kann und sie hat hoffentlich eine gute Panzerung und auch vernünftiges Leben, dass sie sich wirklich gegen T3 und T4 wehren kann, dann finde ich das in Ordnung, ne? Eine Arkansas zum Beispiel hat auch keine Flagge und kann sich trotzdem gut behaupten. Also so soll es ja nicht sein. Also hier bin ich wirklich unfassbar gespannt drauf. Ich bin mal gespannt, ob wir sie eventuell direkt kriegen, ob wir sie euch dann gleich vorstellen können. Aber ich glaube, wir müssen uns das wahrscheinlich auch selber erspielen. Also werdet ihr hier so ein bisschen drauf warten müssen. Britische Stufe 7 Premium-Kreuzer Plymouth. Die Plymouth wird kommen. Diese Schadensausteilerin wird für Aufsehen sorgen. Insgesamt 16 reine AP-Geschütze und 2 Feelings-Torpedowerfer machen ordentlich Lärm beim Gegner. Ihr seht, sie hat nur AP, was ich wiederum richtig, richtig geil finde. Was hat sie noch? Einen ordentlichen Satz Verbrauchsmaterialien darunter. Sonar, Radar und Nebelerzeuger. Dieses Kriegsschiff wird am 19. September im Shop verfügbar sein. Sowas mag ich auch, dass man sich darauf vorbereiten kann, dass man weiß, alles klar, das Schiff kommt da und da. Sowas könnten sie eigentlich immer mal reinschreiben. Also das finde ich wirklich, wirklich geil. Ich mag britische Schiffe und ja, es ist... Ach, sie ist gar nicht. Schaut mal. Sie ist gar keine Edinburgh. Sie hat vier Geschütztürme, also Geschützrohre. Alter, und das nicht. Ich hoffe, hinten auch. Also, das heißt, 8 vorne, 8 hinten. Ja, stimmt, hier steht's ja. Insgesamt 16 reine AP-Geschütze. Das wird geil. Also, da bin ich echt mal gespannt drauf. Ne, das Schiff wird es wahrscheinlich so nie gegeben haben. Aber trotzdem, da bin ich wirklich mal unfassbar gespannt drauf. Und ob, was sie auch für ein Bug hat. Oder ob sie halt auch so eine Platzpatrone wie die 43er wird. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Also, auf das Schiff muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich. Hier gibt es einen Daumen nach oben. Klar, ne, ist ein Premium-Schiff. Wird natürlich auch wieder schön 17.500 Dublonen kosten. Also, ihr seht schon, Wargaming wird jetzt hier im Großen und Ganzen nur noch 7 anbieten. Also, ihr könnt hier 17.500 Dublonen immer wieder jeden Monat rausballern. Das wird auf Dauer echt teuer, Freunde. Das wird auf Dauer echt teuer. Balancing-Änderungen. Mit Ankunft des Herbst-Updates werden Schiffe der Stufe 7 nicht länger mit Schiffen der legendären Stufe spielen. Ja, ist ja jetzt auch egal, weil eine Musashi sitzt auf T8. Also haben wir unsere Yamato trotzdem noch drin. Wir haben außerdem folgende Verbesserungen an einer Reihe von Schiffen vorgenommen. Darunter die Des Mois und die Zerstörer des paneuropäischen Forschungsbaums. Ja, finde ich beides ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ich belächle beides so ein bisschen. Also Wargaming scheint nicht so richtig die Problematiken zu sehen. Bei der Des Mois muss ich sagen, ja, da sehen sie das Problem, aber sie sind natürlich wieder sehr, sehr vorsichtig, damit sich die amerikanische Community nicht so aufregt, dass hier ein amerikanisches, patriotisches Schiff ungerechtfertigt genervt wird. Also, dieses Schwergewicht der US Navy war komplett sehr, sehr gut. Anstatt einfach zu sagen, das Ding war einfach OP. Nein, sie schreiben, es war komplett sehr, sehr gut. Das ist eigentlich eine Aussage, um zu sagen, war komplett OP. Also haben wir uns entschieden, sie ein wenig abzuschwächen. Sowohl was ihre Artillerie als auch ihre Radarstatistiken angeht. Nachladezeit, das ist der größte Witz, Freunde. Der Hauptbatterie von 5,5 Sekunden auf 6 Sekunden erhöht. 0,5 Sekunden wurden ihr jetzt einfach geraubt. Ihr seid echt der Wahnsinn. Wie damals bei der Cleveland. Ich glaube, die Cleveland ist nach wie vor gut. Aber anscheinend ist Wargaming der Meinung, ey, wir machen so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, ne, so einen ganz, ganz minimalen Nerf. Das schreckt vielleicht die Leute ab, die Des Mois weiterhin zu spielen. Höchstschaden der Sprenggranaten von 2800 auf 2550 verringert. Ja, das ist auch nicht viel, ne? Das sind nur 300 Punkte, Freunde. Höchstschaden der AP-Granaten von 5000 auf 4500 verringert. Auch wieder nur 500 Punkte. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt mein Metten drauf mache und den, wie heißt er? Nicht Mordorf. Wer ist denn der für den? Ach, Mimbelli. Dann bin ich hier auch wieder bei meiner alten Nachladezeit. Also habe ich im Großen und Ganzen den Nerf umgangen.
Die Nachladezeit finde ich auch gar nicht mal das Problem von diesem Schiff. Man hätte hier einfach sagen müssen, die Hälfte. Das heißt hier 1400, also von 2800 auf 1400 und von 5000 aus maximal 2500. Das hätte vollkommen gereicht. Klar wäre das ein krasser Nerf gewesen, aber man darf nicht vergessen, dass das Ding so eine unfassbar kranke Nachladezeit hat und 203er und diese amerikanischen völlig übertriebenen schweren Granaten, die anscheinend mit Uhu und Patex und Sekundenkleber eingerieben wurden, damit die Dinger jedes Mal, egal wie die Schiffe stehen, trotzdem einschlagen und Schaden ohne Ende fahren. Das ist das Problem. Die Nachladezeit ist im Großen und Ganzen gar nicht mal das Problem dieses Schiffes, sondern der Schadensoutput ist das Riesenproblem dieses Schiffes. Und hier sind 300 Schaden und 500 Schaden viel zu wenig. Hier hätte man die Hälfte nehmen müssen. Dann wäre das Ding wirklich gebalanced gewesen, weil der Schadensoutput wäre natürlich immer noch da. Man bräuchte einfach nur deutlich länger, um diese Schaden zu farmen. Versteht ihr, was ich meine? Weil sie hat einen unfassbar kranken Durchschlag. Ihr knallt da Kurfürsten auf 18 Kilometer, zieht das und was nicht alle. Also, das kann einfach nicht sein. Und das ist das Problem. Der Schadensoutput ist viel, viel zu hoch. Aber Wargaming sagt sich so, ey, okay, wir wollen uns nicht mit den Amerikanern anlegen. Wir machen 0,5 Sekunden Nachladezeit hoch, ziehen hier 250 Leben ab, Schaden ab von den HE und 500 von der AP. Und dann ist das Ding gut gebalanced. Nein, ist sie nicht. Sie ist nach wie vor dann einfach zu stark. Also dieser Nerf ist einfach nur lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Das Ding hätte hier wirklich um die Hälfte reduziert werden müssen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was ich gut finde, und das finde ich gerechtfertigt, ist hier das Radar. Von 40 Sekunden auf 30 Sekunden. Das ist gerechtfertigt, weil das Radar war einfach zu stark bei ihr. 40 Sekunden, das sind 10 Sekunden längeres Radar. Bei so einem unfassbar kranken OP-Schiff einfach überhaupt nicht gerechtfertigt. Also ganz ehrlich, Freunde, normalerweise hätte die des Mois überhaupt kein Radar kriegen dürfen. Andere Schiffe, wie zum Beispiel Neuron, ne, die wirklich so Standard ist. Warum kriegen denn solche Schiffe nicht mal Radar? Warum sträubt man sich, den deutschen Schiffen Radar zu geben? Verstehe ich nicht. Kann ich echt nicht verstehen. Wirklich nicht. Also das ist so eine Sache, die kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen. Aber kommen wir mal zu was Positivem. Britischer Stufe 7 Premium-Kreuzer Belfast 43. Diese Version des berühmten Kreuzers der Royal Navy hat sich eher unterdurchschnittlich geschlagen. So, weshalb eine allgemeine Aufwertung ihrer Eigenschaften eine gute Entscheidung ist. Außerdem wird sie, so wie auch das nächste Schiff, davon profitieren, sich nicht länger gegen legendäre Schiffe behaupten zu müssen. Dann hätte man doch die Belfast auch später bringen können, oder? Die Idee mit T8 scheint ja länger schon in dem Raum gewesen zu sein. Wargaming hat uns ja immer gesagt gehabt, sie arbeiten ja immer vor 2-3 Updates, also ist die Idee mit T8 doch schon länger da. Man hätte sich sagen können, alles klar, wir bringen die Belfast ein bisschen später. Die Belfast war einfach unterirdisch. Sie war wirklich unterirdisch. Nachladezeit der Hauptbatterie von 9,5 Sekunden auf 8,5 Sekunden verringert. Chance mit Sprenggranatenbränden zu entzünden von 9% auf 11% erhöht. Dauer des Verbrauchsmaterials Nebelerzeugers von 15 Sekunden auf 20 Sekunden erhöht. Ganz ehrlich, Freunde, das wird aus dem Schiff kein geiles Schiff machen. Weil das Problem ist einfach, dass das Ding einfach unfassbar schnell platzt. Und die Nachladezeit finde ich gut, weil das ist schon ein Riesenproblem von diesem Schiff gewesen, dass sie eine ziemlich hohe Nachladezeit hat. Aber hier hätte man wirklich, ganz ehrlich, man hätte ihr 7,5 geben können. Ganz ehrlich, das würde dem Schiff wirklich, wirklich gut tun. Ja, dass die Brände wieder erhöht werden, brauche ich jetzt unbedingt nicht so. Ist okay, kann ich mit leben und das hier finde ich auch in Ordnung. Also der Buff ist auf jeden Fall gerechtfertigt, allerdings hätte man hier doch deutlich besser buffen können. Sowjetischer Stufe 7 Premium-Kreuzer Pjotr Bagration. Wir wollen mehr Bagration sehen und wir glauben, dass eine kleine Besserung zusammen mit diesem Verbrauchsmaterial Radar genau das Richtige dazu ist. So ein Schiff kriegt Radar. Warum kriegen die Deutschen kein Radar? Gebt den Deutschen da auch Radar, dann gebt den... Die Schiffe, die dann Radar bekommen, kriegen dann halt ein schlechteres Sonar. Ist doch ganz klare, einfache Mathematik. Ja, also finde ich, ja, mein Gott. Ich denke auch, dass die Leute hier nach wie vor die Bagration nicht spielen werden, weil die Bagration halt wirklich einen gewissen Skill erfordert. Zeigst du mir das Bagration, Breitseite bist du weg. Das ist einfach so. Ne? Und sie hat halt eine geile API. Ich finde es jetzt auch nicht so störend, dass sie kein Radar hat. Ich finde es jetzt okay, dass sie Radar bekommt, aber dann sollte man das halt auch wirklich auf alle Nationen endlich mal provozieren. Gerade zum Beispiel
auch mal die Italiener mal anfassen. Fass doch endlich mal die italienischen Kreuzer an. Das sind die, die am meisten leiden. Das sind die, die man am wenigsten sieht. Ne? Wann wollt ihr denn mal die italienischen Kreuzer sehen? Also da muss man ein bisschen was her. Gerade jetzt mit der SAP, dann gibt doch jetzt endlich den anderen Kreuzern auch SAP. Wie zum Beispiel der Amalfi. Ne? Ich glaube, die Amalfi, die würde damit echt gut abschneiden. Jaja. Verbrauchsmaterial Radar zum vierten Platz hinzugefügt. Paneuropäische Zerstörer des Forschungsbaums. Das finde ich richtig witzig, Freunde. Passt auf. Dieser Zweig, der Gameplay ohne Zugriff auf Nebelerzeuger bietet, stellt sich als unbefriedigend in Bezug auf den Gesamtbeitrag in Gefecht heraus und hatte eine etwas zu steile Lernkurve. Nein. Ihr habt sie einfach schlecht gebalanced. Das ist nämlich das Problem, nicht die steile Lernkurve. Das Problem bei den paneuropäischen Zerstörern, sie haben Potenzial, aber sie haben keine Stärken. Die Torpedos sind okay. Die Guns sind okay. Der Schadensoutput von den Guns ist okay. Der Schadensoutput von den Torpedos ist eher schwach. Das Leben ist viel zu gering. Der Heal ist viel zu schwach. Also die Dinger haben nichts. Ihr werdet einen Gunfight gegen einen Japaner verlieren. Weil der Japaner einfach einen deutlich höheren Schadensoutput hat und die Schiffe einfach so dermaßen anfällig sind, dass ihr wirklich nur am Brennen seid, euch permanent die Module rausfliegen, und der Schaden einfach unfassbar stark ist, der euch gedrückt wird. Das ist das Problem von diesen Schiffen. Man könnte jetzt sagen, alles klar, da gehen wir ein bisschen gegen. Gebt den Schiffen einfach irgendeine richtige Stärke. Wenn sie jetzt schon so eine geile Nachladezeit haben, gebt ihnen doch auch eine präzise Genauigkeit von den Geschützen. Die Dinger, die streuen teilweise wie eine Kneisenau. Ne? Da fährt ein DD auf euch zu, ihr schießt dann mit einer vollen Breitseite und die Dinger fliegen links und rechts an den Schiffen vorbei. Und das kann es einfach nicht sein. Und gebt ihnen ein bisschen besseren Pen, dass ihr da halt auch bessere Brände mitlegen könnt. Dann wären die Dinger super. Oder man sagt, alles klar, man gibt ihnen dann einfach mehr Torpedoschaden. Was ich persönlich wieder langweilig finden würde, weil Torpedoboote haben wir mehr wie genug. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die Hauptproblematik. Aber nein, Wargaming ist eine ganz andere Meinung, Freunde. Wargaming ist hier eine ganz andere Meinung. Und meinen hier wieder einen Gamechanger bringen zu können. Dies soll durch eine Verbesserung der Geschütze und Torpedos der Schiffe der Stufe 2 bis 6 hoffentlich gelöst werden. Romulus kriegt eine Nachladezeit der Hauptgeschütze von 4 Sekunden auf 3,5 Sekunden. Nachladezeit der verbesserten Hauptbatterie von 6,5 Sekunden auf 5,5 Sekunden. Höchstschaden der Sprenggranaten der gewöhnlichen Hauptbatterie von 1450 auf 1550. 100 Schaden mehr. Süß. Glas, Horn und Wispy. Nachladezeit der Hauptgeschütze von 7,5 Sekunden auf 6,5 verringert. Das war's. Stufe 5, Westeros. Nachladezeit der Hauptgeschütze von 7,5 Sekunden auf 6,5 Sekunden verringert. Nachladezeit der Torpedowerfer von 59 Sekunden auf 55 Sekunden verringert. Das war's. Scone. Nachladezeit der Torpedowerfer von 59 Sekunden auf 55 Sekunden verringert. TP von 12.100 auf 13.000 erhöht. Das ist der einzige, ohne Witz, Freunde, das ist der einzige Buff, den ich gut finde. Der Rest ist Schwachsinn, weil das wird die Schiffe einfach nicht verändern. Das sind nicht die Probleme dieser Schiffe. Sie haben von Haus aus eine recht gute Nachladezeit, aber ihnen fehlt es einfach an Genauigkeit. Die Geschütze, die streuen ungemein und an Schadensoutput. Ich finde jetzt hier bis zur Wispy, ja, Westeros eigentlich auch noch, haben sie einen ganz geilen Schadensoutput. Die Scone hat halt einen unfassbar schlechten Schadensoutput. Westeros, ja, ist ein bisschen zwiegespalten. Also ich sag mal bis zur Wispy auf jeden Fall. Da haben sie einen geilen Schadensoutput. Was die Guns angeht, Torpedo ist okay, ja, die Torpedos sind einfach nicht die geilsten. Aber sie brauchen einfach auch ein bisschen mehr Leben. Dann gibt denen doch einfach einen besseren Heal. Dann sollen sie sowas kriegen wie so ein, vielleicht nicht ganz so übertrieben, aber so eine Art Nelson Heal, dass sie sich einfach deutlich schneller wieder heilen können. Dann ist das Leben auch gerechtfertigt. Versteht ihr, was ich meine? Aber das, was jetzt hier Wargaming versucht, das wird die Schiffe einfach nicht besser machen. Und die Schiffe werden nach wie vor einfach in der Versenkung verschwinden. Das kann ich euch garantieren. Man sieht sie ja so schon so gut wie gar nicht. Also, Leute, ganz ehrlich, Wargaming, ihr seid ja auch nicht von gestern. Schaut euch doch die Schiffe einfach mal vernünftig an. Schaut euch die Feedbacks zu diesen Schiffen vernünftig an, weil da wurde ganz, ganz oft geschrieben, was die Problematiken dieser Schiffe sind. Und dann geht doch genau auf diese Punkte auch ein und bufft genau an diesen Stellen. Und nicht wieder, ey, wir haben das Rad neu erfunden und jetzt habt ihr richtig geile Schiffe. Nein, das wird es nicht bringen und das wird es nicht ändern.
Wir haben ein Problem mit der Sättigung behoben, das dazu führt, dass Schiffe mit niedrigen TP überlebten, obwohl sie zahlreiche Treffer von AP-Granaten eingesteckt haben. Dies wurde durch die Einführung der geringen Durchdringung von AP-Granaten oder Bomben ermöglicht. Bei einem Treffer an einem Ziel ohne verbleibenden TP erleidet das getroffene Schiff x% des Schadens der Granaten oder Bomben auf die Schiffs-TP. Geringe Durchdringung kann nicht von Sekundärgeschützen ausgelöst werden. Neues durchgeschlagen Band für Durchschlagung von Torpedowülsten hinzugefügt. Dieses Band erscheint, wenn der Torpedoschutz durchdrungen wurde, aber kein anderer Teil der Panzerung betroffen sind. In diesem Fall wird kein Schaden verursacht. Dieses Band erscheint auch, wenn irgendwo im Schiff eine Granate zerschmettert. Das ist ja schön, dass ein neues Band dazugefügt wird. Also jetzt nicht wie Zita oder sowas, Freunde. Ich glaube eher, ne, wie Overpants, solche Bänder werden jetzt... Aber macht sie doch bitte endlich mal so farblich wie auf der PC-Version und schreibt bitte unten drunter, was das dann halt auch ist. Dass gerade neue Leute verstehen, ey, was habe ich jetzt gemacht? Ne? Ich habe einen Durchschlag gemacht, ich habe einen Fullpen gemacht. Dass die Leute überhaupt erstmal verstehen, weil man sieht es einfach nicht auf den ersten Blick. Ne? Gerade für neue Leute ist es schwierig zu sehen, ja, was ist denn das jetzt für einen Schaden, den ich gemacht habe? Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Das verstehen die einfach nicht. Und da muss dann halt auch endlich mal dran gearbeitet werden. Macht es bitte so farblich wie auf der PC-Version und schreibt bitte dran, was es dann auch für ein Treffer ist. Danke. Sekundärgeschütze mit Panzerungsschutz verlieren nun nach der Zerstörung... Warte mal, habe ich jetzt hier... Ja, doch, hier waren wir. Sekundärgeschütze mit Panzerungsschutz verlieren nun nach der Zerstörung ihrer Trefferzone, sodass mehr Treffer auf den Rumpf möglich sind. Aha. Fehlerbehebung. Konsolen. Es wurde einige der Wasserspiegelung korrigiert, die tatsächlich zu viel spiegelten. Es wurde ein Fehler behoben, der manchmal dazu führte, dass die Geräusche für die Verbrauchsmaterialien der Flugzeugstaffeln bei der Aktivierung der Abklingzeit nicht abgespielt wurden. Ich glaube, das ist der Fehler, den Venom die ganze Zeit hatte. Die Panzerung der Kasematte der HMS Lion wurde zuvor unbeabsichtigt reduziert. Die Stärke ist jetzt wieder wieder wie vorher 32 mm. Ein Fehler wurde behoben, ist mir gar nicht aufgefallen, Freunde, muss ich mir gleich mal angucken. Ein Fehler wurde behoben, durch den die Series X manchmal unter pixelartigen Artefakten litt. Und zum Abschluss ein Haiku. Ein Sturm zieht auf, Metall, Stärke und Ehre. Fahr los, Musashi, folgt dem Kriegerkodex und bringt das Glück auf eure Seite. Ja, Freunde, sind wir endlich durch. Es ist doch sehr viel gewesen, was wir jetzt hier gelesen haben. Im Großen und Ganzen bin ich doch recht enttäuscht vom Update, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, 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 sehr viel Pay-Content. Also wir können jetzt hier wirklich mal wieder richtig viel Kohle ausgeben für Langzeitspieler wie mich, die halt wirklich seit dem ersten Tag der Early Access dabei sind. Einige von euch, die sogar bei Beta oder Alpha dabei sind, ja, die kriegen einfach keine wirklichen Belohnungen, dass man mal sagt, ey, komm, jetzt bieten wir euch die Mietschiffe auch einfach mal an, dass ihr halt auch einfach mal Premium-Schiffe testen könnt und euch dann eventuell mal Schiffe kauft. Nein, wir sollen jetzt hier wieder in die Tasche langen und hier nach wie vor schön als bezahlen und das finde ich einfach nicht gut. Musashi finde ich persönlich auch so ein Schiff, die hätte es einfach noch nicht geben dürfen, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe die sehr, sehr kritisch an. Ich kann mich natürlich irren und ich hoffe, dass ich mich irre, dass man sagen kann, alles klar, es ist halb so wild, wie wir uns das alles vorgestellt haben. Trotzdem im Großen und Ganzen. Und wie gesagt, also auf die Schiffe hier freue ich mich, auf das britische Schlachtschiff freue ich mich und auf die Blimme freue ich mich. Das sind eigentlich so die Schiffe, worauf ich mich am meisten freue. Musashi brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Trotzdem, Freunde, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Es wird eventuell am Samstag noch das Kraft-Zeppelin-Video kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache, aber ich denke wahrscheinlich schon, weil dann haben wir die auch endlich mal vorgestellt, weil die würde ich gerne noch vorstellen. Dann möchte ich natürlich noch meine Kanalmitglieder grüßen. The Game, GameStar Play HD, Captain Kalle 1887, Andreas Schmidt, Zölli 112, PandaBär 98, Blitzkrieger 121, René XXX, Nico V8, Rayman Haha, Spartanwolf 70, Altbier King, TD Star und Sirius 05. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns spätestens Montag, ca. 18 Uhr im Livestream wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!